Preußens Lokomotiven haben maßgeblich die Entwicklung der Dampflokomotive in Deutschland mitgeprägt. Als unverwüstlich galt die legendäre P8, die erst Ende 1975 den Dienst bei der Bundesbahn quittieren musste. Zum aktiven Bestand des Museums gehörte 38-11-82. Die legendäre P8 im Plandienst auf der heute stillgelegten Strecke Triptes-Lobenstein. In Ziegenrück wird planmäßig gehalten. Die heutige 38-11-82 erblickte 1910 bei Schwarzkopf in Berlin das Licht der Welt. 1971 wurde sie ausgemustert und als Reichsbahn-Traditionsmaschine erhalten. Die Vielseitigkeit dieser Gattung brachte ihr den Spitznamen Mädchen für alles ein. Mit fast 4000 Exemplaren gehört die P8 und spätere Baureihe 3810 zu den meistgebauten Personenzug-Dampflokomotiven in Deutschland. Auch in Nürnberg erinnert eine P8 an die große Zeit dieser Gattung. 38-28-84 hat einen Ehrenplatz in der zweiten Fahrzeughalle. Schräg gegenüber darf eine weitere Preußin bestaunt werden. Eine T18, 1924 von Vulkan in Stettin gebaut und 1968 ausgemustert. Auf Rollen gelagert lassen sich die Bewegungsabläufe des Triebwerks beobachten. Bleiben wir bei Preußens Glanz und Gloria des DB-Museums. Die Gattung der Steilstreckenloks vertritt 94-12-92, eine T16-1. Die fünffach gekuppelte Tenderlok war die leistungsstärkste ihrer Art. Anzutreffen waren sie nicht nur im Schiebedienst auf Steilrampen oder im schweren Rangierbetrieb, sondern sie löste auch auf vielen Steilstrecken den Zahnradbetrieb ab. Heute ist der Nostalgieverkehr das Betätigungsfeld von 94-12-92. Im Spätsommer 1998 dampfte sie im romantischen Neandertal. Und noch eine Preußin, lange Zeit die älteste betriebsfähige Dampflok Deutschlands. Die Rede ist von der 91-134, einer preußischen T92, 1898 von der elsässischen Maschinenbaugesellschaft Grafenstaden geliefert. Als Traditionsdampflok überlebte sie bis in unsere Tage. Ihren 100. Geburtstag erlebte sie noch betriebsfähig. Mit einem historischen Zug von Schwerin nach Rehna wurde gefeiert. Hier auf der Rückfahrt.